trip. I'm so excited. But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. Yahoo! Hier wieder beim Quali und Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Chaos Nordpol Squad oder Nordpol Chaos Squad, wie sie ja heißt eigentlich, gegen die Bloody Raiders. Und wie ihr an unserem Teamwert sehen könnt, beim letzten Spiel haben wir ordentlich auf die Mütze bekommen und zwei unserer Spieler sind auch verletzt. Wir haben uns endlich einen Apotheker geleistet. Ich hoffe, wir werden ihn nicht so oft brauchen. Aber wir haben immerhin gewonnen. Und ja, wieder ein Ork-Team. Mal gucken. How do I look in HD, Bob? A whiter shade of pale. And we're off! So, wir haben nichts in der Portokasse. Okay. Das Nordpol Chaos Squad hat weniger als 11 Spieler. Zwei Reisende haben sich nun für diese Partie dem Kader angeschlossen. Was den Teamwert auf 1000 bringt. Ja, deswegen haben wir auch nichts in der Portokasse. Die kriegen keine Starspielerpunkte und so und haben auch, glaube ich, ein Problem mit Rerolls. Lassen sich halt schlecht trainieren, ne? So, das Match fängt an. Die Battle Raiders. Your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl. Ja. Die Raiders haben Bloodwiser Babes. Das heißt, sie werden einfacher wieder aus der K.O.-Box aufstehen. I'm thirsty. Are you Bob? Sure am, Jim. The Bloodwiser Babes are out. Which reminds me, just how refreshing Bloodwiser, a new Bloodwiser bite. All the taste of Bloodwiser without the toxic aftertaste of death can be. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. Ja, das Team sieht von den Orks sieht im Wesentlichen genauso aus wie das Team, das wir schon gespielt hatten. Wir dürfen entscheiden, ob wir empfangen oder verteidigen oder anstoßen wollen. Wir wollen anstoßen. Orks are hard, brutal opponents who can also handle the ball. You gotta be smarter or stronger. That's the way to beat the greenskins. So, wir schauen erstmal, wo sind denn hier unsere Leute, die nicht zum Kader gehören eigentlich. Da. Die gehen doch direkt mal vorne an die Front. Ihr habt ja schon dieses Einzelgänger-Team-Wiederholungswürfe nutzen, muss er erst bei 4 bis 6 Würfeln. Also nicht so gut. So, auch ein Chaoskrieger wechsle ich aus. Den Frank lassen wir vorne, den Samur stellen wir dann hier in die hinteren Bereiche. Beru darf dafür auf die Flügel ausweichen. So, und bevor ich es vergesse, wir stellen jetzt für dieses Spiel mal die Zwischensequenzen der Touchdowns an. Weil wir haben im letzten Spiel ja genug gesehen, wie diese Zwischensequenzen aussehen. Es kostet einfach Zeit. So. Einmal den Ball schießen. Der steht ziemlich in der Mitte. Ja, gucken wir mal. Wupp, da kommt er. Oh, wir bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Da haben sich doch unsere Cheerleader wahrscheinlich ausgewirkt. Stimmt das hier? Könnte sein. Ich weiß es gerade nicht. Unser einer Cheerleader, der Onkel Ray, ja. Da kommt der Gobbo. Ja, es ist nicht derselbe Gegner, aber der hat dieselbe Aufstellung. Ein bisschen, ne? Those players are very close. Smells like a fight is about to happen. Ist jetzt nicht so super
dass man immer dasselbe jetzt hier hat, aber ich hoffe, dass wir auch ein bisschen Abwechslung nachher kriegen, indem wir auch anderes mal bekämpfen als nur Orks. Yes, they've picked up the ball. Whoopie-dee-doo. Ja, es fehlen natürlich die ganzen Rassen aus Blood Bowl 1. Die werden halt hoffentlich als DLCs nachgeliefert. Ja, hier Vampire, Echsenmenschen, Waldelfen. Echsenmenschen und Waldelfen soll es übrigens in den kommenden Wochen für die Vorbesteller geben. Also konnte man sich aussuchen, ob man welches Team man davon haben wollte. Ich habe mich für Waldelfen entschieden. Frank ist mal wieder gelähmt. Unity is strength. Und hier wie heißen sie? Auswechselspieler hat Starspielerpunkte gesammelt. Naja, hätten wir mal einen anderen Tiermenschen besser dahingestellt, ne? Von uns, die auch wirklich zu unserem Kader gehören. Ne? So, ja, dann. Möge das Prügeln beginnen. Und wir bleiben. Bam. So. Wir haben hier die Möglichkeit, mal mit dem Samur einen Blitz zu machen. Und folgen. Bam. So, ein Schwarzorg auf die Bretter geschickt. Machen wir mal ein bisschen Druck hier auf den Ballträger. Nehmen wir mit dem Bero mal ein bisschen hier um die Linien herum tänzeln, denke ich mal. Aufstehen. So, Frank darf leider nicht aufstehen. So, der hier wird auch nochmal nach vorne gehen. Und hier gehen wir ein bisschen ins Backfield mit dem Kuriminus. Okay, und beenden unseren Zug, weil sonst stehen wir eigentlich ganz gut da. Obwohl ich könnte nach vorne gehen hier. Ich traue mich das nicht. Nachher kommt hier dann vom Blitz und dann ist die ganze Seite offen. Nee. Spielen das ein bisschen passiv. Wir versuchen jetzt hier möglichst wenig Casualties selber zu bekommen, nicht so wie im ersten Spiel, da haben die Orks ja tierisch unter uns gewütet. Das ist nicht so cool gewesen. Und die beiden, der Umbreon und der Cartman, können ja auch diese Runde halt nicht mitspielen und keine Starspielerpunkte sammeln, was traurig ist. Ja, ich finde die Animation des Blockens immer noch ganz cool, auch ohne die Zwischensequenz. Der Gobo will nach hinten. This formation gives him a safe progression. It's gonna be hard to make him lose the ball. Einen kleinen Käfig um den Ballträger herumbauen. So macht man das eigentlich, jawohl. So. This player, the attacker, smells weakness. Also es sieht nicht so schlimm aus wie beim letzten Mal. Na, hier, komm. Irgendwie, manchmal backt es ein bisschen rum. Likes to be well assisted in a fight. Und hier in der Kabal-Version können wir sehen, was da passiert. Das haben sie eigentlich auch ganz gut gemacht. Was passieren würde, wenn wir die Würfel nehmen. So, wir schieben den nach da und folgen. Und gelähmt. Ist klar. Dann hauen wir hier mit dem Bero den Gobbo. Wir schieben den Gobbo. Ist er noch da? Fugbang heißt er. Und wir folgen, damit stehen wir neben dem Ball. Ballträger. So, aber wir würden uns vielleicht angewöhnen, erstmal aufzustehen. Bevor wir hier weitere Sachen machen. Auch hier aufstehen. So, und jetzt hier der Block gegen den. This is going to be decisive.
Jawohl. Weg vom Ballträger und folgen. Bam. Das war eine gute Entscheidung, den nicht vorne an die Linie zu stellen. So kann er wenigstens mal ein bisschen prügeln, der Samur. So. Was hat er denn hier zwischen? Er hat Schwarzorks natürlich im Käfig. Das ist nicht so cool. Ein Einser hier gegen den wäre möglich. Wir laufen mal mit dem hier hin. Und der Engai macht mal einen Blitz auf den Schwarzorg. Hoffen wir, dass wir ihn aus dem Feld holen. Oder zumindest dann oder so. Wir folgen natürlich, damit wir neben dem Ballträger stehen. Ah, schade. Ja gut, die Schwarzorks haben halt auch Rüstung ohne Ende. Das ist genau wie unsere Chaoskriege. So, hier haben wir immer noch einen Einser. Das können wir zum Zweier machen. Wupp, wupp, wupp. Und? Na? Plastiklöffel. Einmal bitte. So, dann schieben wir unseren eigenen Chaoskrieger hier mal daneben. Und folgen wir nicht? Wir bleiben, wir wollen nämlich nicht gegen neben dem Troll stehen. That's quite a mess. Even Siege would struggle to understand. So, jetzt haben wir ihn noch frei und ihn noch frei. Er stellt sich mal hier neben den, falls der nachher aufsteht. So, und der Mischka. Den ziehen wir hier aus der Verteidigungslinie raus und erwarten hier mal jemanden, der durchbricht. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber sicher ist sicher. Was übrigens auch witzig ist, die Trolle können diese Goblins schmeißen. Dafür müssten die halt auch neben dem Troll stehen, aber das ist rein potenziell möglich. Und wenn der Goblin den Ball hat, schmeißt er auch Goblin und Ball. One less annoyance to deal with. Engai ist gelähmt. Oh, ein Block. Ein Negativblock. Okay. Also im letzten Spiel zu diesem gleichen Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, schon 2-3 Leute weniger. It's like peeling an onion. Remove the layers before you get to the good stuff. Ja, so blöd. Sehr schön. Hat Wiederholungswurf eingesetzt. Wir haben bis jetzt noch keinen gebraucht. Das ist eigentlich ganz gut. So, und hier der Bero steht wieder auf. So, und hier den Schwarzorg hauen wir jetzt hier mit dem Samur. Dahin bitte. Und wir bleiben natürlich stehen. So. Er hier wird auch gehauen. The attacker has an assist. Und wir folgen hier. So, der Schwarzorg wird auch wieder von Coriminus gehauen. Is the assist gonna be enough to come out on top? Aber natürlich. Und folgen. Bam. Sehr gut. Läuft bei uns. So, jetzt haben wir hier einen Vierer. Der könnte... Kommt der da dran? Ne, euch ohne Go for it. Der kommt ohne Go for it dran. 1, 2, 3... Ah, der Troll steht im Weg. Aber hier rum können wir. Einen Blitz auf den Beiträger mit... Was ist das denn? They'll need to get rid of the ball. Now there's pressure on them. Wiederholungswurf. Jo, sehr gut. Hier hin. Und wir bleiben. Ach, blöd, der Ball springt neben den Troll. Nicht so gut. Gut, dann
Einmal den Frank neben den Ball stellen. Einmal den Stacheltigor neben den Ball stellen. So. Koali, du hast es keine gute Chancen hier gegen den Troll und den Schwarzorg. Aber tu dein Bestes. Hier den versuchen wir ein bisschen einzudämmen, falls der nachher aufsteigt. Aber wir haben zwei Leute auf dem, drei Leute eigentlich um den Ball. Das sieht ganz gut aus. Und die meisten Spieler vom Gegner liegen am Boden. Das ist sowieso immer gut. Stehen leider alle als The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. Smack. Ouch. Body ist gelähmt. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn er das schafft, er gegen zwei Tackle-Zonen. Aber schafft er mit einem Wiederholungswurf. Auf die 5. Naja, gut. Kann ich jetzt nichts gegen machen? Bilbo ist K.O. Jetzt fängt es langsam an. Aua, aua. You can always trust a Black Orc to bring the pain. Let's take a quick look at that player. Yes, the unmistakable sign of the player's eyes rolling up into his head. He'll be out for some time. So, wir sind wieder dran. Das erste, was wir, glaube ich, machen, ist hier aufstehen und hier hinlaufen. Oh, scheiße, das ist ein Ausweichen. Puh, Gott sei Dank geschafft, das hatte ich nicht gesehen, wegen dem Kombo ist so klein. So, dann hauen wir den hier. Ah, komm. Und wir folgen. Sehr schön. Dann können wir den jetzt hier mit einem Zweier hauen. Ja, Wiederholung. Ah, beide zu Boden. Schade, schade. The player's down. Turnover. As effective as ever, these black orcs. Und der Stacheltiger ist auch noch gelähmt. Oh, das macht mir nichts. Er kann ja nicht hier durch. Er muss schon außen rum. Aber es ist dann wieder hier schlecht gewürfelt. So der Troll gegen den Frank. Hoffen wir, dass er ihm nichts Böses antut. Gelähmt. Ja. Look at all those players sitting down on the job. They'll be trouble with the unions if this carries on. Na, der Ballträger kommt langsam raus. Und so viele zum Käfig machen hat er eigentlich gar nicht mehr. Aber unsere Leute stehen auch alle auf der anderen Seite. Er muss auch gar keinen großen Käfig bauen hier. Also Käfig bauen, sag mal, wenn man Leute halt um den Ballträger rumstellt. Ich spiele halt immer ganz gerne über die Flanken. Und dann brauche ich weniger Leute zum Ball beschützen. They're dropping like flies. Jawohl. So. Dann stehen wir doch mal auf hier. Da ist ein Go for it. Wir gehen mal hier erstmal zum Gobbo. Der Engel. Fupp. Und dann geht er hier hin. Das ist kein Go for it. So. Jetzt werden wir keine andere Wahl haben, als einmal auszuweichen und dann hier einmal rein zu blitzen. Das ist ein Dreib... Aber wir haben mehr. Komm, wir haben Wiederholungswürfe. Das schaffen wir. Und Blitz. Hat geklappt. Und sehr schön. Und natürlich hier hin. Und wir bleiben. So. Zwei Go for it, komm. Ah, Wiederholungswurf.
Läuft. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Der läuft hier zum Ball. So, 4 Spieler auf dem Ball. So, das ist ein Minuswurf. Das ist ein Minuswurf. Das ist ein Einser. Den können wir aber zum Zweier machen. Okay, Plastiklöffel. Tu dein Bestes. Dahin. Und nicht gegen neben dem Troll laufen. So. So, und die lasse ich jetzt mal da stehen, obwohl ich könnte... Ja, ich habe schon Wiederholungswurf diese Runde ausgegeben. Das würde ich versuchen, mit dem Kuriminus hier raus zu dodgen. Und ihn noch irgendwie hier festzuhalten. Sollen wir es riskieren? Mann, der geht so oder so zu Boden. Nee, wir lassen ihn da stehen. Wir lassen ihn da stehen. So, Zug Nummer 6 für die Orks. Mit ein bisschen Glück können wir diese Halbzeit noch punkten. Sieht ganz gut aus momentan. Der Troll ist saublöd. Das ist super. Das Gute beim Saublöd ist, wenn er das verpatzt, dann verliert er auch alle Tackle-Zonen. Das ist ganz gut. Autsch. Ja, lauft ruhig in die Richtung. Da ist der Ball. Aber das... That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes versucht den Gobbo ein bisschen zu schützen, aber das wird er nicht schaffen, er hat nur Stärke 2. Okay. Aufstehen. Aufstehen. Alle Leute aufstehen. So, wie kriegen wir den Ball jetzt frei? Da stehen 2 Leute von ihm drin. Erstmal hauen wir den Gobbo mit Mischka. Na, komm. Wiederholungswurf. Ja, sehr schön. Mit ein bisschen Glück hauen wir ihn in die K.O.-Box. Wir bleiben. Weg mit dir. Sehr gut. Dann ein Blitz gegen den. Tries to secure the ball. Und schieben hier den Schwarzorg mal ein bisschen weg. Und bleiben neben dem Ball stehen. Und neben dem Troll. Ja. Obwohl wir könnten auch... Ne, wir müssen neben dem... Ball stehen bleiben. Wir gehen hier hinten. Der Troll hat ja Gott sei Dank keine Tackle-Zonen jetzt in dieser Runde, weil er saublöd ist. So, den schieben wir auch weg. Hier, nach da. Bleiben. So. 2, 3 Pluswürfe und wir haben schon den Reroll eingesetzt. Das ist nicht gut. Da mache ich lieber einen Block. Einen 1er Block. Ja, und geht zum Boden. Ah, immerhin, aber wir haben noch 2 Leute diesmal. Oh, du bist gelähmt. Nein! Durch den eigenen Block gelähmt, wenn es mal ätzend. Aber gut, ich glaube, wenn in dieser Halbzeit kein Touchdown gegen uns bekommen. Das sieht nicht danach aus. 2 Zuge hat er noch. Come on, guys, together! Diesen und den nächsten. Momentan steht auch keiner in der Position, irgendwie einen Touchdown zu machen. Und der muss ja auch vorerst noch mit dem Ball aufheben. Schwarzorg neben dem Ball ist natürlich kacke. The player needs to secure it and fast. They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich.
That's it. Force them back and then pow! Rah, he's on him now, like a halfling on a hot dinner. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Erstmal hier wieder aufstehen und hier wieder aufstehen. So, der Gegner hat einen einzigen auf dem Ball. Den kriegen wir weg mit dem Blitz. They'll need to scoop up that ball and quickly. Sehr schön. Und wir bleiben. Apparently, wizards call that kinetic energy. So. Da bleiben wir jetzt erstmal stehen. Backfisch. Ball aufheben, bitte. Nice catch. Now go on, buddy. Und Richtung Endzone. Okay. So. Hier haben wir noch einen Block. Sehr schön. Folgen. Neben dem Troll stehen wir eh schon. So, damit ist der Plastiklöffel wieder frei. Allerdings ist es ein weiter Weg zum Ball. Der könnte den Gobbo hauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Folgen. So. Ja, komm, wir machen den Weg hier um den um die Leute herum mal. So. Und der Einserblock gegen den Blitzer hier könnte in die Hose gehen, geht aber nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir folgen ihm. So, der Haier kommt nicht ran an unseren Ballträger in dieser Runde. Er kann sich mit zwei Go-For-Uns daneben stellen und muss auch noch ausweichen aus unserer Tackle-Zone. Das sieht gut aus. So, den Rest lassen wir stehen. Das sieht nach einem Touchdown für uns aus. Wenn ja nicht... Okay, die von hier hinten... Kommen die von hier hinten ran? Da können wir gerade nicht anzeigen lassen. Hier von hier hinten könnten noch Leute nach hinten. Noch hier kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch mehr zwei Go-For-Its. Okay, macht er nicht. Okay. Die haben das auch nicht gemacht. Ey, lässt uns den Touchdown. This player likes to be well assisted in a fight. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. Ja. Alles klar, wir machen unseren Touchdown, das ist sicher. Und führen an 1 zu 0. That's a down touch, everybody. Sorry. Touchdown! Red wine. Boom! Must be extremely frustrating, don't you think? Well, with that touchdown under their belt, we can finally get this match started. All the knockout players are back on the field. How delightful. Das ist schon mal nicht schlecht. That's a gap that can be filled. The best defense is a good offense. Or the other way around. Backfisch hat auf jeden Fall einen Aufstieg sich verdient. Der Mischka versucht jetzt mal den Ball holen, zu holen, weil mit einem Pass kann er auch einen Aufstieg haben. Beru. Oh, nee, wir lehnen diesmal die linke Flanke, weil hier stehen weniger Schwarzorks herum als auf der anderen Flanke. So, und hier auch mal einmal auch die Chaoskrieger hinstellen. So. Ist das hier eine... Wo ist denn hier so ein Auswechselspieler? Den stellen wir an den Troll. Und zwar direkt vor den Troll.
Obwohl, nee, da hat er noch ein extra. Obwohl, na, nee, ist okay. So, Kyriminus nach hier. Engai nach hier, alle nach links. So, du, den Koali nach vorne. Wen haben wir hier? Stebero. Backfisch. Wo ist denn der zweite Auswechselspieler? Wo ist der zweite Auswechselspieler? Wir hatten zwei. Stacheltiger. Ah, hier. Den stellen wir noch nach vorne. Für den Fall der Fälle. Am besten hier neben dem Schwarzorg. Der darf geprügelt werden. Moment as a Blood Bowl player, Bob? Oh, well. It has to be scoring my first touchdown, Jim. You see, I just ripped the head off this git who'd given me some lip in the changing rooms before the game. So just for fun, I shot the ball down his throat and then lobbed his whole body into the end zone. The ref said it was classified as a catch, so I scored a touchdown. Yeah, the NAF changed the rules the next day. Okay, wir haben einen extra Wiederholungswurf wieder bekommen, das ist natürlich super. So, und hier der Samur prügelt direkt mal hier den Blitzer. Sehr schön. Einfach mal nach hinten schieben, folgen. So, und hier der Bero geht nach da. Koali blockt den Blitzer. Haha, hier sind some friends. Und einmal hier Richtung Zuschauer. So, dann zum Absichern schicken wir den Engel nochmal zum Ball. Okay, so, und jetzt kommt es darauf an, ob der Mischka das schafft, mit einem Wiederholungswurf aufzuheben. Ja, ohne Wiederholungswurf, sehr gut. Dann läuft er ein bisschen nach vorne. Und jetzt der Pass. Wem schmeißen wir den Ball zu? Ich schwinke auf Plastiklöffel, schmeiß mal raus. Let's see if it's caught anyway. Und fangen, komm. Fang den Ball. Sehr gut. Dadurch hat der Mischka sich auch einen Aufstieg verdient. Sehr, sehr gut. So. Er hier läuft neben den Schwarzorg, damit der Frank dem einen auch vor Omme geben kann. Hierhin schieben wir dem und wir bleiben natürlich stehen. Wir wollen nicht neben den Troll. Da steht schon der Auswechselspieler. So. Hierhin mit Plastiklöffel. Und Backfisch zur Unterstützung. Alles klar. Gut. Sounds good. Und Zug beenden. Schauen wir mal, was der Gegner hier zu macht. Zwei Aufstiege diese Runde, das ist ganz gut. Hier hoffen wir nur, jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass die das Spiel auch überleben. Und dann dafür sorgen, dass möglichst viele andere jetzt auch noch ein paar Punkte kriegen. Ein Touchdown wäre jetzt auch nicht schlecht. Zum Chaoskrieger. The attacker has an assist. Schieben. Ah. Oh. Kuriminus ist gelähmt. Is the assist gonna be enough to come out on top? So. Good call. Intimidation is the key. Okay, er möchte den Troll frei haben. Aber der Troll ist so blöd. Sehr gut. Aber ein bisschen Glück mit dem Troll. Der hat jetzt schon dreimal auf die zweiten Saublödwurf verpatzt. So, aufstehen. Alles klar. So, hier, du wirst uns in die Zuschauer geschubst. Hier, weg mit dir. Wir bleiben. You know, a fence may solve this problem of players being eaten. Komm, Bero, der Gobbo ist deiner. Ah, leider nicht. Der Gobbo hat ausweichen, deswegen schicken wir ihn hiermit nicht zu Boden. Samur gegen den Blitzer. Oh, das braucht einen Wiederholungswurf, weil der Blitzer hat Block. Aber diesmal schaffen wir es. Und wir folgen.
Jawohl, da sind die ersten Startspielerpunkte für den Samur. Eine gebrochene Rippe beim Granink. Sehr gut. Zwei Starspielerpunkte. Läuft. So, Plastiklöffel einmal hier in den Cage. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. So, gucken, ob der Frank das auch schafft. Mit den Starspielerpunkten. Wäre ja ihm zu gönnen. Wir folgen auch hier. Oh, er macht immerhin ein gelähmt Ergebnis. Damit kann ich sehr gut leben. Den lassen wir stehen. Und hier lauf mal einmal neben den Gobbo. Damit der nicht auf dumme Gedanken kommt. So. Jetzt haben wir hier hinten noch den N-Guy stehen. Ich glaube, der macht sich mal, der sneakt sich immer auf der anderen Seite des Spielfelds vorbei. Und kommt dann hier aus dem Rückraum, müsste N-Guy den Touchdown machen. Das wäre doch was. Ah gut, er zieht sogar einen Schwarzrock ab und sich mit dem... Das ist perfekt, also das ist ein richtig gutes Ablenkungsmanöver vom N-Guy. Und er blitzt den sogar, okay. Ich weiß nicht, was diese Aktion soll, aber es hat sich jetzt schon gelohnt, den hier rüber zu ziehen. Zwei Orks gleich abgezogen von der Ballrichtung. Der Gobbo ist ausgewichen. Und so Söldner kriegen einen aufs Maul, aber das ist mir egal. Die sind entbehrlich. Auch wenn der eine davon schon zwei Starspielerpunkte gesammelt hat. So, hier aufstehen. Hier aufstehen. So, dann... Bero, schaffst du das diesmal, den Gobbo hier wegzublitzen? Ah, wieder nicht. Na gut. Bleibt man da stehen. That looks rather like an old traditional spectacle in Estalia. I know this one. Toromania. So. Ich weiß, ich werde greedy. Aber ich versuche jetzt mit dem Chaoskrieger den Touchdown zu machen. Plastiklöffel nach da. Und jetzt hierhin den Ball passen, bitte. Na komm schon. Fang den Ball. Ball transmitted. Easy. Okay, Plastiklöffel hat damit auch... warum hast du jetzt keinen... Warum hat sie keinen Starspielerpunkt bekommen? Ach, habe ich den Ball jetzt übergeben, anstatt zu schmeißen? Ah, das ist natürlich scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. Schade. Das war jetzt nicht das... war jetzt nicht meine Absicht. So. Wie macht man das hier? Ich glaube... Den Koali ziehen wir hier hin, damit wir mit dem... Frank hier ordentlich möbeln können. Und wir folgen. Schade. So. Das sieht alles ganz gut aus hier. Und wir beenden unseren Zug. Mal schauen, ob er sich jetzt Richtung Ball bewegt. Nein, er macht immer noch einen Blitz auf N-Guy, der irgendwie hat die Orks gegen N-Guy. Okay, jetzt geht der Blitzer hier nach hinten. Weil die Chance ist. Ja, der Gobbo nervt wieder rum. Sehr gut. Stacheltigor ist K.O., aber es gibt einen Turnover. Alles klar. So, hier gibt's einen Schlag von Frank ins Gesicht von Morne.
Und, oh, das war sogar ein Einserblock, ne? Ach, hier hinten steht auch noch einer neben dem Troll, deswegen. Ja, den habe ich nicht gesehen. Das hätte auch in die Hose gehen können. So, Koali, ein Blitz. Obwohl will ich den. Ne, ich will lieber den Gobbo blitzen. Wo ist der? Backfisch? Nee. Mit dem Bero. Der kommt dritte Mal und ist ja schon dein spezieller Gegner hier. Komm, Bero. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd. Well, folgen. Last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, und ich weiß, ich bin greedy, aber diesmal hier übergeben. On the edge of the field there, within grasping range of the fans. So, und jetzt passen. Bitte. Du passen auf ihn. Na? Hallo. Du hast die. Ich will doch gar nicht. Ich will passen. Das ist ja scheiße irgendwie. Man kann keinen Einfeldpass schmeißen. Ja, doch hier, Pass. Auf ihn. Another pass. This isn't my bag. Und Reroll braucht man wieder. Sure, we'll see some senseless violence soon. Okay, jetzt hat sie ihren verdienten Starspieler-Point bekommen. Und jetzt können wir hier den Blitzer ein bisschen abfangen. Und den hier mal ein bisschen einmauern. Mit dem Koriminus sichern wir hier den Ball ab. Oh, den Engel haben wir vergessen aufstehen zu lassen. Aufstehen, Engel, aufstehen. Sehr gut. Zug beenden. Schön viele Pässe geschmissen in diesem Spiel. Übrigens, je weiter man den Pass schmeißt, desto mehr Abzüge kriegt man. Aber das sind ja jetzt hier nur... Ja, super Engel. Gelähmt. Läuft. So. Dann kann der Engel hier ja wieder mit rüberlaufen. Wie wir es eigentlich vorhatten. So, hier Backfisch. Hier Koali haut den Blitzer. Ja. Folgen. That's it. Force him back and then pow. So, hier Mischka haut den Gobbo. Guck mal, Bero, so haut man Goblins. Folgen. Gelähmt. Ja, siehst du? Hattest du dir hoffentlich gut angeguckt da draußen, Bero. So. If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. So, hier haben wir noch einen Zweier. Wir schieben ihn wieder nur. Und folgen. Ich hätte jetzt schon einen Touchdown machen können, aber ich versuche die Uhr ein bisschen runter zu spielen hier. Weil momentan sieht das hier alles ganz gut aus. Hier haben wir einen Einserblock, glaube ich. Ich überlege gerade, warum es Einserblock ist. Wieder, wir nehmen den Wiederholungswurf. Schieben. Folgen. So, jetzt ist der frei. Das heißt, er wird saublöd auf die 4 verpatzen. Der hat keinen Block. Das heißt, beide gehen zu Boden. Egal. So. Na gut, er könnte den jetzt hier daneben ziehen, damit er laufen kann, aber naja. Aber er war es auch blöd sowieso geschafft. Top, 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 da kommt der Ork. Ja, den kannst du schlagen, wie du lustig bist. Das ist mir so egal.
gelähmt. Auch hier ein sehr gutes Ergebnis für uns. Intimidation is the key. It was one of my strengths when I was still playing. So. Aufstehen. Der wird jetzt gehauen von unserem Chaoskrieger. Na, komm mal. Also ein bisschen verbuggt ist dieses Menü schon. Wir haben leider keine Wiederholungswürfe mehr. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, hier nichts großartig mehr zu machen, was jetzt irgendwie sowas wie ein Pass oder so ist. Aber hier Leute zu Boden hauen, das kann man ja noch gut machen. Folgen. Blitz. Nee, wir wollen keinen Blitz machen. Wir wollen hier den einmauern. Wenn der Gobbo gleich aufsteht, dann kicken wir ihn nach da, dann nach da und dann aus dem Feld. So, und der Endguy. Ich mach nochmal einen Blitz auf den. Ja, schade. Aber gut, beide gehen zu Boden. Fragile. Very fragile. Liegt da wenigstens am Boden, der Ork. So, der Einzige, was mir Sorgen macht, ist hier der Troll. Die anderen sind so weit weg vom Ball, das ist mir völlig... Oh, den habe ich vergessen aufstehen zu lassen, glaube ich. Oder war der gelähmt? Egal. Die sind so weit weg vom... Was auch immer der hier macht. Ja, der Gobbo steht sogar auf. Na, wo läufst du hin? Bleibst du einfach stehen. Gut. Ja! Sehr schön. Kokiminus haut den Troll zu Boden. Das ist doch mal super gelaufen. Good job, Kokiminus. Good job. Aufstehen. Engel, komm. Aufstehen. So, und jetzt, was ich gesagt habe, ich hau hier den Gobbo mit einem Dreierblock. So, folgen. With fists flailing. He's following up. Das ist nochmal ein Dreierblock. Na, komm. Ah, Glück gehabt. Bleiben. One more step and... Und... Ab in die Crowd. The fans seem very rabid tonight. Und K.O. I hope they leave a few bits of the player intact. So, hier aufstehen. So, dann haben wir hier ihn. Und komm, jetzt hier. Starspielerpunkte für Frank, das wär's. Und folgen. Leider nicht. So. Hier Backfisch auf den Blitzer. Und wir folgen, denn wir wollen den Blitzer auch nochmal schlagen und zu Boden schicken am besten. Jawohl, so ist es richtig. Ja, und folgen. Sehr gut. Nö, einen Blitz brauchst du mir nicht machen, du kannst aber hier... hier hinstellen. Muss der Troll weit außen rum, um überhaupt zum Ballträger zu kommen. Der kommt dort gar nicht erst zu dem sogar hin. Und der könnte mit ganz, ganz viel Glück noch zum Ballträger kommen, aber ich glaube nicht, dass der Computer das macht. So, das heißt, im nächsten Zug gibt es den Touchdown. Mm, yeah, smells like a good old fashioned fight. Oh, der Troll hat seinen Sau blöd geschafft. Ausnahmsweise mal. Ja, wie erwartet. They just got owned. That's what the cool kids are saying, isn't it? Jetzt.
Manche Aktionen hier sind wirklich total derpig. Jo, ich gehe kein Risiko mehr ein. Samur macht den Touchdown. And this is a Touchdown! Samur macht den Touchdown. The losers win in the time left. Sehr schön. Läuft. Wakey, wakey. One team's got some early knockouts back. So. I'm tempted to go down there and help out myself, Jim. I'm worth at least 3 players. I could do with breaking a few necks to air out the cobwebs. So, wir gehen hier nach hinten. Also dieses Spiel ist um einiges besser gelaufen als das letzte Spiel. Weniger Verletzte. Aufstiege. Wieder 2 Touchdowns erzielt gegen die Orks. Diesmal haben wir den Apotheker auch nicht gebraucht, obwohl... Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Da vorne haben wir noch einen stehen, um den wir uns kümmern. Der kann noch niedergeknüppelt werden. Und? Ein aufgebrachter Fan wirft einen großen Stein nach einem Spieler auf der gegnerischen Seite. Gruber Schlag zeigt, er leidet eine Verletzung. Ah, we call that Knuffles Kiss. Sehr gut. Ein Hoch auf unsere Fans. Na komm, jetzt lass diese blöde Hin- und Hergerinnere. Das habe ich schon im ersten Teil gehasst, dieses doofe Hin- und Hergerinnere. Also du kannst jetzt ja gerne noch die Leute hier prügeln, wenn du magst. Was hilft es dir jetzt noch dem... Okay, er könnte das noch einen Pass werfen. Komm, dann schmeißt den Pass aber auch. Nein, macht er natürlich nicht. Also das hätten sie mit dem zweiten Teil echt mal die KI ein bisschen besser programmieren sollen. Das nervt nämlich, dass immer diese unnötig, dass die KI immer noch nicht erkennt, in welchem Spielerzug sie sich befindet. After that match, ja, I need to change my hand. 13 XP für unsere Coach, was auch immer das macht. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben 60.000. Das ist okay. Fanfaktor erhöht. Ist klar. Wilder Hauer will sich deinem Team anschließen? Nein, natürlich nicht. Und auch der Stacheltiger, den wollen wir nicht haben. Okay. So, wer ist denn hier? Der Koani ist Spieler des Spiels geworden. Sehr gut. Backfisch hat 3, Samu hat 5, Plastiklöffel Mischka 1. Sieht doch cool aus. Wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Pässe, mehr Tackles. Das ist ein sehr, sehr gutes statistisches Spiel. Ja. So, gehen wir mal ins Team. Wir haben noch jetzt Aufstiege hier. Hier, 3 Aufstiege. Warum ist der... Hat der Cartman denn einen Aufstieg? Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Egal, nehme ich mit. So, Stufe aufsteigen. Würfel werfen. Der Cartman. Was geben wir dem Cartman? Ich glaube, wir geben ihm Blocken. Denn der will ja mal vorne mit dabei sein. Nein, feuern wollen wir nicht. So, Backfisch. Auch hier Stufe aufsteigen. Jetzt wäre cool, plus 1 Agilität. Leider nicht, leider nicht. Aber sie hat sich ja beschwert über den Nordpol, dass sie gerne eine Mutation hätte, deswegen zusätzliche Arme geben, weil sie soll ja der Ballcarrier werden. Zusätzliche Arme. Making a splash on the used arcane item retail scene of late. I'd say less of a splash. Ist das nicht ein herrlicher Arme?
You just can't trust sorcerers. So, und Mischka. Auch Stufe aufsteigen. Die 11. Ein Geschicklichkeitspunkt. Ja, er hätte jetzt den Geschicklichkeitspunkt genommen. Nehmen wir den Geschicklichkeitspunkt bei Mischka. Ist natürlich nicht schlecht. Hätten wir das vorher gewusst, dann hätte ich Backfisch keine zusätzlichen Arme gekauft. Aber der Mischka... Wir nehmen das Geschicklichkeit. Also Gewandtheit, ne, ist es ja hier. Bestätigen. Hoffentlich ist das... Aber es ist was anderes, als bei einem Tiermenschen zu machen, als bei einem Chaoskrieger. Weil die sind schneller. Und laufen mir auch so ein bisschen mehr rum als die Chaoskrieger. Habt ihr ja schon mitgekriegt. Okay. So, Personal. Wie ihr seht, hatte ich doch keinen Apotheker gekauft. Das muss ich jetzt mal dringend nachholen. Warum auch immer sich das Spiel das nicht gemerkt hat. So, dann haben wir jetzt noch 60.000. Well, how about a refreshing glass of Bloodweiser? So. Zurück. Hat er sich das jetzt gemerkt? Ja, jetzt hat er sich's gemerkt. Okay, jetzt haben wir einen Apotheker. Und wir haben Backfisch mit zusätzlichem Arm, Mischka mit extra Geschicklichkeit und Cartman mit Blocken. Das wird uns helfen im nächsten Spiel gegen... Moment, Team... nicht wieder gegen Orks kommen. Gegen Dunkelelfen. Dusk Snakes. Ja, okay. Da wird es schwieriger sein, den Ball zu verteidigen als gegen die Orks. Aber das werden wir beim nächsten Mal dann erfahren. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss.